Wenn Sie Interesse an Ihrer grundsätzlichen Rechtsposition als Patientin und als Patient haben, dann ist es sehr wichtig, dass man sich das Rüstzeug über die Patientenrechte beschafft, und das ist die Patientencharta. In der Patientencharta sind die wichtigsten Patientenrechte für Sie sehr verständlich zusammengefasst. Ich möchte drei von diesen Patientenrechten besonders hervorheben. Das Selbstbestimmungsrecht, das sagt nämlich nichts anderes, als dass es um Ihren eigenen Körper geht und um Ihren eigenen Behandlungsprozess geht. Und da sind Sie der Experte dafür, was letztendlich im Behandlungsprozess passiert. Damit Sie aber auch diese vernünftige Entscheidung auch wirklich gut treffen können, gibt es eine ganze Reihe von Informationsrechten, die sich um dieses Selbstbestimmungsrecht herumranken. Ein ganz zentrales Informationsrecht ist das Recht auf Aufklärung, wo der Fachmann über die medizinische Betreuung, über die medizinische Behandlung, über ihr Mitwirken in dieser Behandlung mit Ihnen gemeinsam auch einen Behandlungsplan erstellen sollte. Und der dritte Bereich, der ganz zentral ist für Ihre Behandlung, sind Patientenrechte, die den Stand und die Qualität der Behandlung betreffen. Letztendlich sollen Sie die bestmögliche Behandlung als Ziel bekommen. Wobei mir noch sehr wichtig ist zu betonen, dass Sie als betroffener Patient eine ganz wesentliche Rolle in diesem Behandlungsprozess spielen. Es ist natürlich unterschiedlich, welche verschiedenen Ressourcen, welche Krankheitsbilder man hat, was man vor sich hat noch. Aber jeder Mensch hat Ressourcen, die man aktivieren kann. Und wir wissen aus vielen Studien, national und international, dass das Wahrnehmen und das Einsetzen ihrer Ressourcen sehr wichtig ist für den Behandlungserfolg. Das heißt, wenn Sie Ihre Ressourcen, die, wie gesagt, verschieden heute noch vorhanden sein können, wenn Sie die aktiv einbringen im Behandlungsprozess, dann ist auch zu erwarten, dass der Behandlungserfolg ein viel besserer wird, als wenn man sich sozusagen nur passiv als Patient zurücklehnt. Nun, die Diagnose einer schweren, potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung führt in der Regel zu einer Belastungsreaktion. Wir schalten als Menschen in solchen Notsituationen in einen Krisenmodus um. Wir lernen üblicherweise, Kompromisse zu machen, für andere Rücksicht zu nehmen, unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Die erste Regel, wenn Sie mit einer Diagnose einer Tumorerkrankung konfrontiert sind: machen Sie keine Kompromisse. Das zweite ist, holen Sie sich Unterstützung. Greifen Sie auf die Ressourcen, Familie, Freunde zurück. Scheuen Sie sich nicht davor, Menschen um Gefallen zu bitten. Jetzt geht es um Sie. Sie brauchen Unterstützung. Was wir häufig tun, ist, dass wir mehr vom Gleichen machen, dass wir unseren Lebensabläufe nicht ändern und dann oft in einen Strudel hineinkommen, zu Überlastungsreaktionen. Keine Kompromisse. Jetzt geht es um Sie. Und schauen Sie, dass Sie die Ressourcen, die Sie haben, organisieren und aktivieren. Unklarheiten beseitigen. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie Ihre Unterlagen sammeln. Es kommt oft vor, dass die Patientinnen, Frauen, Männer zu mir kommen und sagen, Sie haben ja eh alle Unterlagen bei sich im Computer. Einen Teil habe ich tatsächlich im Computer und dann suche ich, dann brauche ich 5 Minuten, dann muss ich in das nächste Archiv schauen und dann vergeht die Zeit, die wir gemeinsam arbeiten könnten, damit, dass ich Befunde, die Sie vielleicht sogar schon haben, ausheben muss. Es ist hilfreich, wenn Sie sich wirklich einen Aktenordner nehmen und dort auch die Krankheit konzentrieren. Und dieser Aktenordner hat einen Platz, dort kommt er hinein und dort kommt er hinaus. Beschäftigen Sie sich nicht den ganzen Tag mit der Erkrankung. Geben Sie ihr nicht mehr Raum als notwendig. Definieren Sie die Zeiträume. Alles, was belastend ist, gehört definiert. Ich beginne jeden Tag von 9 bis 10, setze ich mich damit auseinander. Aber zu Mittag nicht. Da esse ich und da genieße ich mein Essen. Nehmen Sie einen Aktenordner. Dort geben Sie hinein den Arztbrief, die Gewebsuntersuchungsergebnisse, Laboruntersuchung, Bildgebung. Geben Sie lieber ein bisschen mehr in einem separaten Ordner noch hinein, wenn der Arzt irgendwelche speziellen Ergebnisse möchte. Aber diese wichtigen Teile sollten Sie bei sich haben. Es erleichtert die Arbeit ungemein. Die Psychoonkologie ist heute ein wesentlicher Bestandteil eines onkologischen Gesamtkonzeptes. Sowohl die Diagnostik, die Pathologie, die Onkologie,
die Psychotherapie, Traumatherapie bis hin zur Rehabilitation und heute zusammengefasst in ein onkologisches Gesamtkonzept. Eine wesentliche Aufgabe der Psychoonkologie ist, sie zu unterstützen, ihre Ressourcen zu fördern. Es geht nicht darum, die Persönlichkeit zu ändern, sondern es geht darum, sie wie ein Coach in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, einige der Herausforderungen, vor denen sie stehen, begreifbarer zu machen, die Reaktionen, die Gefühle, die sie spüren, verstehbarer und begreifbarer zu machen. In Krisensituationen, wenn sie dann auch zusätzlich noch zum Beispiel Cortison bekommen, verstärkt das die Gefühlsschwankungen, diese Auf und Ab der Gefühle, ich werde es schaffen und ich bin ganz zu Tode betrübt und gar nichts geht gut. Diese Gefühlsschwankungen spiegeln die Spannung, unter der sie stehen, wieder. Nichts daran ist falsch oder pathologisch. Wir neigen dazu, dann Gefühlen und Reaktionen Namen zu geben, wie Depression, traumatische Belastungsreaktion. Gehen Sie davon aus, dass Sie seelisch gesund sind. Das ist das, was ich erlebe. Eigentlich wird irrsinnig viel an Gesundheit, an Kraft und Energie in dieser Krisensituation mobilisiert. Und die Psychoonkologie hat die Aufgabe, das auch spürbar zu machen. Wie viel an Gesundheit da ist, wie viele Ressourcen Sie haben. Ziel eigentlich des Konzeptes in der Psychologie ist heute, ein Teil meines Körpers ist krank, viele Teile sind gesund. Und ich versuche, die gesunden Anteile zu unterstützen, damit sie den schwachen Anteilen aufhelfen können.